Servus Leute, willkommen zurück zu einem neuen TCG Opening. Heute machen wir wieder was von Pokémon Japanisch auf, nachdem wir die letzten drei Male ja wieder Deutsch gemacht haben und auch in den letzten Wochen ein richtig fettes Celebrations Opening hatten, ist heute mal wieder ein kleines japanisches Set dran. Und zwar klein deshalb, denn wir machen Dark Phantasma auf, was genau wie auch Battle Region wieder dieses High-Class-Format hat. Bedeutet, hier sind 20 Booster drin, a 6 Karten. Normalerweise sind es ja 30 Booster, a 5 Karten. Genau wie Battle Region gibt es hier drin wieder schöne Character Rares, Character Super Rares, Shiny Pokémon und. Den genauen Inhalt schauen wir uns jetzt mal direkt hier im Pokélektor an. Also wir sind hier bei den neuen japanischen Sets. Gucken hier auf Dark Phantasma. Das ist jetzt das letzte Set, was erschienen ist. Pokémon Go ist bis jetzt nur angekündigt. Genau, wir haben hier Hisui Elektroball beispielsweise in V, eine ganz coole Karte. Ich feiere das ja bei Voltoball und Elektroball, dass die aus Holz sind oder halt zumindest so eine Holzoptik haben, ne? Weil die Pokébälle sind ja auch aus Holz, damals in der mittelalterlichen Zeit da. Das ist alles ganz schön gemacht. Ansonsten, ja, wieder ein paar Artworks, die sich ans Spiel anlehnen, beziehungsweise auch Pokémon, die sich ans Spiel anlehnen. Wir haben hier ein richtig cooles Pikachu-Artwork. Die würde ich unheimlich gern als Reverse ziehen. Das ist fast sogar schon mein Lieblings-Hit, den ich heute ziehen will. Also die als Reverse, ultra fett, genauso wie Raichu. Ansonsten haben wir dann hier Magnezone als V und V-Star. Auch ganz cool. Rotom haben wir hier drin. Dann Nebulak, Alpolo, Gengar, Holo ist auch fett. Das Pantimos hier ist auch saugeil. Es gibt ja in dem Spiel eine Mission, wo Pantimos diese Glasscheiben in das Dorf setzt und du Pantimos dann als finden musst, irgendwie 3-4 Mal oder so. Das ist halt eben auch ein Artwork aus diesem Spiel, aus dieser Nebenquest, extrem cool. Dann haben wir das erste Shiny-Pokémon, nämlich Shiny Gardevoir, sehr, sehr cool. Dann haben wir hier das Hisui Zorua und Zoroark. Dann haben wir hier noch Kubidos V, das ist jetzt, ja, brauche ich jetzt weniger. Dann hier Fukano Akani, das ist auch eine sehr geile Holo. Dann die ganze Macholo und Mashok und Mahomai-Reihe hier, Mahomai auch als Holo. Sehr, sehr coole Karte. Mogelbaum wieder drin mit einem, ja, witzigen Artwork, sieht richtig aus wie so ein Hotdog-Würstchen oder so hier. Dann haben wir Galagladi als V. Der nächste Shiny ist das Hisui Sneepos, das ist auch eine fette Shiny-Karte. Krypo haben wir hier drin und dann hier Shiny Stalos. Das ist eigentlich so, das würde ich eigentlich am liebsten ziehen gern heute. Ich weiß es nicht, aber ich denke mal, dass auch wieder in dem Display heute eine Shiny drin ist. Von daher, wenn wir das Stalos ziehen würden, wäre das sehr, sehr cool. Genau, hier dieses komische, weiß ich gerade gar nicht, wie es heißt, dieses Schneckenvieh da. Ansonsten Relaxo Holo, auch sehr, sehr fett. Dann nochmal Hisui Zoroark als V-Star. Warte mal, was war das denn hier oben? War das hier nicht? Ah ne, das war eine Holo, genau. Hier ist das Zoroark nochmal als V-Star. Ansonsten haben wir noch weitere Charaktere aus dem Spiel. Wir haben hier zum Beispiel Volo. Das ist ja die uns die, wo der erste Kampf gegen ist, gegen Togepi. Und die auch uns immer da die Sachen vorbeibringt und so. Dann der hier, das ist der, ja, auf Englisch heißt der Iskan. Ich weiß nicht mehr, wie er auf Deutsch heißt. Das ist quasi der Meister von diesem, von ihm hier, ne? Also der macht ja die Gaben für den, stellt er bereit. Sie ist, glaube ich, im Dorf eine Händlerin, oder? Kann das sein, dass ich die durcheinander werf? Und dann die drei hier, Miss Fortune. Ich weiß nicht, wie, auf Deutsch hießen die irgendwie bla 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 3. Kann ich gleich mal nachgucken. Auf jeden Fall hier diese Banditen-Schwestern-Trio da, auch ganz witzig. Genau, dann kommen wir zu den eigentlichen Hits, zumindest für mich. Und zwar sind das die Character Rares. Wir haben hier einmal Parasect mit einer sehr geilen Karte. Dann Pikachu, die würde ich natürlich am liebsten ziehen. Gengar auch sehr, sehr geil. Das Arcani auch sehr, sehr geil mit den Protagonisten hier. Krypo geht so, ja. Ansonsten Relaxo, auch mega fett mit Denboku hier neben. Dann die Full Arts, die haben wir hier einmal Elektroball, dann Magnezone und halt eben die wir auch als Faust da hier drin haben. Volo als Full Art, wie gesagt, er hier und die drei Geschwister. Dann haben wir die Character Super Rares, da haben wir einmal hier das Kubidos und dann Galagladi.
Und dann halt eben noch die Hyper Rares, also die Rainbows. Auch das sind wieder dieselben Karten, die schon als Fausta oder halt eben als Full Art hier drin sind. Dann haben wir noch drei Goldkarten, nämlich das Hisui Zoro Arc, das Finsterpflaster und wie die Kiste hier auf Deutsch heißt, weiß ich gerade gar nicht. Box of Disaster, also ja, die Disaster-Kiste, keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall die Hits für heute. Genau, die gilt es also zu ziehen, beziehungsweise wenn wir davon ein paar ziehen könnten, wäre das schon ziemlich fett. Also anders gesagt, wir ziehen ja auf jeden Fall heute was davon, aber halt eben die Pikachu Reverse, die paar Character Rares und ja, wenn wir noch eine Hyper Rare drin haben oder vielleicht sogar eine Goldkarte, dann natürlich das Zoroark, das wäre schon ganz nice. Wir gehen jetzt rein ins Display, machen das einmal hier an der Seite auf, immer von einem wegschneiden, gell? Das ist ganz wichtig. So, da ist das Display auch schon offen. Dann klappen wir es auf. So, einmal hier hinten rausplöppeln. Oh Gott. Mal kaputt gemacht, na egal. Also hinten einmal. Kann man es nicht reinstecken? Sind die Booster im Weg? Naja, okay. Dann mache ich das gleich. Oder ich kann es auch so machen. Geht's jetzt? Jetzt geht's. Okay. Jetzt habe ich es. Hier die Dinge abmachen. Dabei richtig amateurmäßig anstellen, genau. Wie gesagt, früher bei der GX-Zeiten so war hier immer noch die Kartenliste drauf, da konnte man direkt abhaken, fand ich irgendwie cooler. Warum sie das nicht mehr draufdrucken, weiß ich nicht. Ansonsten haben wir das Display jetzt offen. Ja, so wird das dann irgendwo im Laden stehen. Sieht schon ziemlich fett aus. Ich mag die japanischen Displays oder generell Displays, wo die Booster drin liegen. Und ja, dann gucken wir uns jetzt mal hier das Booster-Artwork an gerade. Füge ich ein bisschen näher ran. Das sieht schon fett aus. Also das sieht schon echt fett aus. Mit Gengar hier neben drauf, mit Zoroark. Haben wir hier neben noch? Ne, da haben wir nichts mehr. Oder soll das? Ne, sind nur die beiden. Hier oben haben wir dann noch ein paar Zubats drauf. Sieht schon richtig fett aus. Okidoki. Dann würde ich mal sagen, gehen wir rein. Kartentrick, glaube ich, gibt es ja jetzt nicht. Oder ist eins von hinten nach vorne? Gucken wir uns gleich an. Wir fangen erstmal an mit einem Palimpalim. Dann kommt ein Kremurx. Ein Schnäppke. Oder ist es schneebedeckt? Ist Schnee? Weiß ich gar nicht. Ich glaube schneebedeckt. Dann ein Gorgla. Oder ist es schon die... Ne, es ist die Weiterentwicklung. Und... Oh, wir fangen an mit Arcani Holo. Das ist natürlich sehr nice. Und kann dahinter jetzt noch was sein? Ja, dahinter ist die Reverse. Okay, Palimpalim Reverse. Bedeutet kein Kartentrick, auf dem letzten Slot ist die Reverse. Weiter geht's mit Drauenfugil. Und ich habe mir die Reverse jetzt gerade mal ein bisschen genauer angeguckt. Oh, da sind die Banditenschwestern schon hier. Ich habe mir die Reverse ein bisschen genauer angeguckt. Volo Holo, sehr schön. Und ich konnte auf Anhieb keine Printline erkennen. Ich meine, wir können uns das jetzt mal hier gerade am Beispiel dieses Rotoms angucken. Das ist ja die Reverse. Und da sieht man das Holofoil. Ist zwar jetzt wieder ein bisschen unscharf, weil der Autofokus das nicht rafft mit dieser Spiegelung. Aber man sieht keine Printline. Ich kann nochmal gerade... Ne, jetzt hat er es scharf. Da sieht man nichts. Ja, doch da, gell? Oder? Ist das eine oder ist das ein Kratzer? Das kann auch jetzt ein kleiner Kratzer sein. Genau da, so. Vom Karten wegziehen. Das weiß ich nicht. Geht die bis hier oben? Ja, doch, da sieht man auch was. Okay, dann hat es doch Printline. Aber eben die hatte keine. Die habe ich mir ziemlich genau angeguckt. Wobei die Printline, also selbst wenn das jetzt quasi so die Printlines wären, die wir haben, dann sind die ja deutlich besser als noch beim letzten Mal. Von daher, also mit dieser Stärke an Printlines, sage ich jetzt mal, kann ich leben. Da gibt es auf jeden Fall dann schon schlimmere, oder gab es schon schlimmere. So, genau, das ist das Pikachu, das hätte ich auch gerne noch als Reverse. Das wäre ziemlich fett. Dann haben wir hier ein Golbat, was am nächtlichen Park chillt. Da unten läuft irgendjemand. Muss ich in Obacht nehmen. So, Zorua. Dann haben wir hier Drauenmagil. Müsste das sein. Oh, da haben wir schon Hisui Voltoball V. Sehr schön. Das ist eine richtig coole Karte.
Finde ich sogar mit einer der schönsten V-Karten eigentlich. Weil Voltoball mit dieser Holzoptik, das ist sehr fett. Und dahinter ist. Nee, ist die Weiterentwicklung. Ist hier Ambidivel Reverse. Ich habe schon gemeint, es wäre ein Griffel. War aber dann doch das Ambidivel. So, Panicone. Beziehungsweise da gab es ja auch. War das Ding, wo es männlich-weiblich gab? Das weiß ich gerade gar nicht. Da Skorkler jetzt wäre hier. Da gab es eine Mission, wo man die weiblichen fangen musste oder nur die männlichen. Da habe ich ewig dran gehangen, weil ich immer genau nur die anderen gefunden habe. Hier haben wir jetzt das Arceus Phone. Dann Relaxo in Holo, sehr schön. Und dahinter, okay, dasselbe. Also wie gesagt, ich meine Panikon wäre der Name. Jetzt nochmal hier als Reverse. Und wem es jetzt schon aufgefallen ist, jede Karte oder jeder Booster enthält eine Holo. Hier haben wir den Pipi Mondscheinstanz. Da gab es auch eine Mission, wo du die fangen musstest, beziehungsweise nicht fangen, sondern halt beobachten, wenn die da tanzen. Genau, und das ist jetzt das Gegenstück. Ich weiß jetzt leider nicht, wer ist. Das hier sieht mir nach männlich aus, das hier sieht mir nach weiblich aus. Aber ich weiß dann nicht, wie der Counterpart heißt. Kramchef, dann hier diese Schnecke. Oh, da haben wir es schon. Hisui Zoroark als Holo. Und dahinter die gute Dame hier aus dem Dorf als Reverse. Und mit Dame aus dem Dorf meine ich natürlich Hinatsu. Das ist die Wächterin von Dresella. Ich habe jetzt nochmal gerade nachgeguckt, weil das kam mir doch irgendwie dann spanisch vor. Sehr schönes Zubat-Artwork, wie es hier in der Höhle abhängt. Auch ein sehr witziges Arcani. Dann haben wir Paras, die Unheilskiste oder Kiste des Unheils oder irgendwie so heißt die. Ich habe hier nebenbei jetzt nochmal die Pokewiki-Seite auf. Da steht, dass die Karte einfach nur Wasabi Nohako heißt. Also das ist der japanische Name. Und da steht zu Deutsch etwa Schachtel des Unheils. Also die hat gar keinen Namen jetzt in Deutsch wirklich. Auf Englisch heißt sie, wie gesagt, Box of Disaster. Naja, okay. Also, Schachtel des Unheils. Dahinter, jawoll! Sehr geil. Fehlt ja schon hier die Sprache, die Worte. Das ist das Hisui Zoroark als V-Star. Das ist, glaube ich, somit eine der besten V-Stars, die man ziehen kann. Wenn nicht sogar die beste. Und dahinter ist der Barschuft nochmal in Reverse. Aber den habe ich ja echt gehasst im Spiel. Den konntest du ja nicht fangen. Der hat sich immer sofort verpisst, sobald du nur dich auf 100 Meter genähert hast. Genau. Dann, Moment, jetzt bevor ich hier, muss ich mir mal irgendwie angewöhnen. Ich räume die Karten immer so schnell weg. Können wir erstmal ein bisschen appreciaten hier. Dieses schöne Holo. Da hat man nämlich wieder die ganzen verschiedenen Strukturen drauf. Der Rand ist so, ja, ich sage jetzt mal Hochglanz, glänzend Holo, dann auf dem Pokémon selbst hast du wieder diese Riffel im Hintergrund. Hier oben sieht man es ganz gut, diese Kringel. Also die machen gerade schon ziemlich geile Karten-Pokémon. Kann man nicht anders sagen. Das Ding ist aber halt, je aufwendiger die Karte, desto anfälliger ist die auch für irgendwas, ne? Deswegen, ja, Printlines jetzt wie beispielsweise bei diesen Reverse-Holos oder so, sind halt auch bei diesen Karten hier leider dann oft an der Tagesordnung. Wir hatten ja bei Battle Region, muss es gewesen sein, dass Silvaro Full Art gezogen als Secret Rare, Mogelbaum hier nebenbei. Und da habe ich dann erst im Schnitt gesehen, dass die leider zwei richtig dicke Printlines einmal quer rüber hat. Hier haben wir X-Bud als Holo und dahinter Raichu als Reverse, jawoll. Da fehlt uns jetzt nur noch Pikachu. Genau das, was ich gesagt habe. Genau die Karten, die ich als Reverse haben will. Pikachu und Raichu. Jetzt habe ich wenigstens schon mal Raichu. Da sieht man jetzt auch so auf Anhieb doch genau mitten durch eine Printline. Ah, schade. Das ist ärgerlich. Ich meine, ich weiß eh nicht, was ich mit den Karten hier mache. Weil in den Ordner, also ins Master Set, da tue ich nur die Commons und Uncommons, also nicht die Reverses. Das hier ist übrigens Schaloko, habe ich auch gerade nachgeguckt. Nochmal Zoroa. Jetzt haben wir, Pikachu hatte man schon, aber das Reverse noch nicht, genau. Die Knieschützer hier, Schienbeinschoner. Dann Papinella müsste das sein. Papinella als Holo. Und dahinter ist ein Bronzel als Reverse.
Das war schon mehr, wo ich stehen geblieben bin. Also ins Master-Set sortiere ich nur die Uncommons und Commons ein. Nicht die Reverses. Ich kann natürlich auch ein Master-Set nur mit Reverse anlegen. Aber das wäre schon ziemlich krass. Da weiß ich nicht, ob mir das so easy voll bekommt. Ja, mal gucken. Oh, nochmal Hisui Zoroark, aber diesmal als V. Das ist natürlich auch fett. Jetzt haben wir die V und die V-Star. Zumal, also ich meine, es ist auf Japanisch, aber ich weiß, was es bedeutet. Hier steht, du musst halt eben dieses V-Star auf ein V legen. Das heißt, um die Karte hier, also um die V-Star spielen zu können, musst du die vorher gespielt haben. Deswegen, die zwei gehören eigentlich immer zusammen. Beziehungsweise, also wenn du die V-Star auf der Hand hast, bringt dir das nichts, wenn du die nicht auch hast. Und dahinter, oh, das ist nice, das ist nice. Fett, fett, fett. Da ist das Akani Character Rare. Das ist sehr, sehr cool. Das ist ja eine der Character Rares, wo ich gesagt habe, die will ich haben, beziehungsweise die gefallen mir sehr gut. Akani mit dem Protagonisten. Oh, scheiße, ich sehe gerade, ich habe den Autofokus noch drin. Sorry. Das ist fett. Wenn wir jetzt noch das Pikachu und das Relaxo bekommen, das wäre natürlich ultra. Also Pikachu, Relaxo sind jetzt noch meine beiden Favorites nach der hier. Dann kommt Gengar und ja, der Rest ist dann eigentlich schon so auf dieser ganz geile, aber muss nicht Ebene. Ich habe mir jetzt auch mal tatsächlich für hier in Flur eine Vitrine gekauft und habe da ein paar von meinen Sammelkarten Schmuckstücken ausgestellt. Das Ding ist nur, Salamagnis hier und dahinter, Gott, wie hießen nochmal die Weiterentwicklung von Skorgler? Skorgro. Genau, Skorgro. Genau, was ich sagen wollte, also ich habe den Platz doch ein bisschen unterschätzt. Ich habe nämlich, was ich unbedingt ausstellen wollte, von HeartGold und SoulSilver ein Themendeck-Display. Und da habe ich mir so gedacht, ja, das stelle ich dann da hin und dann tue ich darum das und das und das. Allein mit diesem Themendeck-Display ist ein Liegboden ist schon voll. Und ich habe zum Beispiel auch die Neo Premium Files, also 1, 2, 3. Die wollte ich da auch reinstellen, beziehungsweise die stehen auch aktuell drin. Nur die nehmen halt so viel Platz weg. Ich glaube, die muss ich rausnehmen. Oh, jetzt haben wir hier das, Gott, wie heißt es? Moment, ich kann gerade nachgucken. Das Viscogon, genau. Viscogon als V. Und dahinter Krybuk Character Rare. Okay, das ist jetzt nicht eine von denen, wo ich gesagt habe, die will ich unbedingt haben. Was aber ganz nice ist, mit dem Holo-Effekt hier, sieht das so aus, als würde das Krybuk halt von dem Mädchen hier so Besitz ergreifen und da draußen ist dann irgendwie noch so der Geist oder so. Also auf dem Bild hat sie mir nicht gefallen, aber wenn ich die jetzt so in der Hand habe, dann sieht die doch schon ganz fett aus. Genau, und was ich dann auch in die Vitrine stellen wollte, waren halt ein paar Einzelkarten. Das Ding ist nur, dafür habe ich echt gar nicht den Platz. Also wenn ich da so ein paar, ja, auch Displays und Themendecks und so reinstellen will, dann ist das Ding halt schon echt fast voll. So, jetzt haben wir hier Machomai als Holo. Das ist auch eine sehr, sehr fette Karte, wie ich finde. Und dahinter Gengar Character Rare. Okay, das ist fett. Mit den, wie hießen sie, die, hier die Geschwister da, die, ach Gott, jetzt komme ich nicht mehr auf die Namen. Banditenschwestern, genau, Banditenschwestern. Das ist auch ein sehr cooles Artwork. Das war ganz witzig. Weil im Spiel haben mich dann, oder greifen ja auch diese Banditenschwestern hier ein paar Mal an. Und mit dem Gengar hier. Ich hatte aber zu der Zeit gerade als mein Haupt-Pokémon ein Gengar, was von der Kraft der Wildnis erfüllt war. Und das irgendwie 50 Level höher war als den hier Gengar. Das war ein ganz witziger Kampf. So Gengar gegen Gengar, aber halt Mini-Gengar gegen Ultra-Gengar. Ja, das war schon ganz witzig. Gut, wir sind jetzt knapp über Booster Halbzeit, haben drei Character Rares gezogen. Ich weiß nicht, wie viele hier drin sind. Würde mich natürlich noch über die Pikachu durchaus freuen. Jetzt haben wir hier nochmal Arcani. Und dahinter ist das Arceus Phone als Reverse Holo. Ja, was ich jetzt schon zum fünften Mal anfange. Also wie gesagt, in der Vitrine wollte ich dann auch einfach Einzelkarten ausstellen. Hier, das ist das Pondymos Artwork, von dem ich eben geredet habe. Und da hatte ich dann auch eigentlich vor, die also so besondere Holo-Karten auszustellen oder generell einfach Holo-Karten oder auch einfach, was weiß ich, eine VMAX, die ich doppelt habe oder auch Promo-Karten und wir haben eine Secret Rare, jawohl, und es ist Magnezone Full Art. Sehr schön, sehr, sehr schön. Ist keine Hyper-Rare, Gold, was auch immer,
Aber ich meine sowieso, dass, oder es ist zumindest im Deutschen so, dass irgendwie diese Alternativen, die nehmen nicht so einen Hyper-Rare-Slot weg oder irgendwas war da. Also ich habe auch schon gesehen, dass Leute da eine Hyper-Rare und eine Alternative gezogen haben oder so, irgendwie ganz komisch. Von daher, ich weiß nicht, ob es das jetzt schon gewesen ist oder ob da noch was kommen kann. Aber ich sag mal so, Magnezone ist jetzt nicht der Fan-Favorite, ja, aber ist immerhin die Weiterentwicklung von der ersten Generation Pokémon. Finde ich jetzt geiler als Viscogon Full Art oder so. Von daher, ja, Magnezone Full Art kann man auf jeden Fall mitnehmen und dahinter nochmal Cramorx als Reverse. Schauen wir uns die noch ein bisschen genauer an, wie das hier so mit Printlines aussieht. Wie gesagt, Gott, jetzt immer vergesse ich den Namen. Na halt, die wir in Battle Region gezogen haben. Mein Gott, ich komme jetzt nicht drauf. Eben hatte ich mal gesagt, die hatte dicke, dicke Printlines. Silvaro, jetzt. Also wenn du da mal nicht dran denkst, dann kommt es wieder. Hier sehe ich jetzt nichts an Printline, wobei das Silvaro manchmal auch einen etwas ruhigeren Hintergrund hatte. Kann mich aber auch täuschen. Also vom Printlines sehe ich jetzt hier auf Anhieb nicht. Ist leider links, rechts ein bisschen off. Aber an sich, ich mag die Full Art Karten. Die V Full Arts finde ich geiler als die GX Full Arts. Da bin ich early. Ansonsten finde ich eigentlich so eine GX schöner als eine normale V. Okidoki. Dann fehlt uns jetzt eigentlich noch nur noch die Shiny, oder? Die Shiny und das Reverse Pikachu. Dann bin ich zufrieden. Rex Blizzard. Der. Wie hieß er jetzt nochmal? Der. Suzuki, genau. Oh, wir haben nochmal Hisui Viscogon Faustar. Okay, zweite Faustar, das ist natürlich auch nice. Und dahinter ist das Drown Magill als Reverse. Ich habe jetzt hier auch bei dem Set nicht geguckt, ob es irgendwie eine garantierte Pullrate gibt oder so, weil ich will mich halt auch ein bisschen überraschen lassen. Wenn ich genau weiß, in so einem Display sind zwei Faustars drin, eine Secret Rare und eine Shiny oder so, dann ist ja auch halt irgendwie die Überraschung weg. Ne, weil wenn du dann schon eine Faustar ziehst, oder andersrum, wenn ich weiß, da ist eine Faustar drin und ich ziehe die, dann weiß ich ja, okay, jetzt kommt keine mehr, dann ist irgendwie so die Spannung raus. Wenn ich aber nicht weiß, wie viele drin sind, dann kann ich mich genauso wie jetzt einfach nochmal über eine zweite freuen. So, Gengar Holo, sehr, sehr fettes Artwork, sehr coole Holo. Und dahinter ist nochmal Rex Blizzard als Reverse. Zwei Booster noch. Zwei Booster. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob hier jetzt eine Shiny überhaupt garantiert ist. Da habe ich mich nicht zu erkundigt. Ich weiß nur, dass bei Battle Region stand, dass diese Radiant Pokémon limited to one per Deck sind. Das heißt, auf eins limitiert. Okay, da hat sich die Frage schon beantwortet. Ich wollte gerade sagen, auf 1 limitiert heißt, es sind halt nicht 2 drin, sondern halt maximal 1. Aber limited to 1 heißt ja nicht, es ist 1 garantiert. Deswegen war jetzt die Frage, ob hier 1 drin ist. Und die Antwort haben wir hier in der Hand. Wir haben nämlich Gardevoir als Shiny. Und ja, ich habe, wo ich die ersten Male hier dieses Kreuz-Holo gesehen habe, habe ich gedacht, fett. Dann habe ich irgendwie gedacht, eigentlich fand ich ja die schimmernden Legenden-Shinies am schönsten, wo wirklich nur das Pokémon geleuchtet hat. Wenn man aber jetzt halt so die Karte bewegt und sieht, wie hier unten diese Punkte tanzen, dann finde ich es wieder geil. Also, ich weiß nicht, ich bin irgendwie so ein bisschen hin und her gerissen. Ich finde nach wie vor, dass die schimmernden Legenden-Shinies die schönsten waren, die es je gab. Appreciate aber auch durchaus den Effort, hier neue Kartentypen zu machen, beziehungsweise neue Holo-Patterns zu entwickeln. Und es sieht ja auch schon fett aus. So, dann der letzte Booster für heute und von Dark Phantasma. Wir fangen an, wie wir begonnen haben. Wir enden, wie wir begonnen haben. Also wir fangen, der Anfang vom Ende ist wieder Anfang vom Anfang. Wir haben nämlich hier ein Palimpalim, dann nochmal ein Barschuft, ein Cramorx, dann Toxipet oder nee, also Toxi, doch Toxiquack, Toxipet, ich weiß es nicht. Dann haben wir nochmal ein Galagladi als V, das ist auch sehr, sehr schön. Und dahinter ist nochmal Paras als Reverse. Gut, wir haben leider keine Pikachu Reverse, wir haben leider kein Relaxo Character Rare, wir haben leider kein Pikachu Character Rare, wir haben kein Stalos Shiny. Das bedeutet, es wird auf jeden Fall nochmal ein Opening
hier zu geben, wobei ich es dann, glaube ich, so machen werde, dadurch, dass die japanischen Sets auf YouTube nicht so gut ankommen, werde ich dann größere japanische Openings machen. Das heißt, für das nächste Mal würde dann Battle Region und Dark Phantasma in einem Video geöffnet werden, also ein Display von jedem quasi. Wir gucken uns jetzt erstmal an, was wir alles gezogen haben, fangen an mit den Holo-Karten. Ich gehe die jetzt einfach mal so durch, wenn irgendwas teurer ist als 50 Cent oder so, schreibe es unten auf den Bildschirmrand. Ansonsten, Preise bei Holo-Karten sind mir eigentlich auch relativ egal, weil die zieht mir eh meistens alle. Preise sind dann eher interessant bei den selteneren Karten, bedeutet bei diesen V-Stars und Faust und Character Rares und hast du nicht gesehen, weil wenn ich am Ende halt das Master Set vervollständigen will und die teuersten Karten schon gezogen habe, kann ich mir da natürlich ein bisschen was an Geld sparen. So, wir fangen jetzt an mit den dicken Hits quasi. Wir haben einmal hier oben das Galagladi in V. Dann haben wir unten das Gardevoir als Radiant oder Shiny. Dann haben wir das Hisui Viscogon als V-Star. Haben Magnezone als Secret Rare Full Art. Moment, wie ist das? Wie bist du denn hier reingerutscht? Mal fort. So. Hier drüben lege ich die Character Rares hin. Da haben wir einmal Gengar gezogen. Dann hier das zugehörige Viscogon zu dem V-Star. Krypok haben wir als Character Rare. Das Arcani als Character Rare. Das glaubt sogar von den, also von den Character Rares, meine Lieblingskarte, wobei die auch schon fett ist mit den Schwestern hier drauf. Dann haben wir das Zoroark gezogen, das Hisui als V und auch als V-Star. Und dann nochmal das Hisui Electroball als normale V. So, ich gucke, dass ich die irgendwie hier halbwegs drauf bekomme, weil eventuell gibt auch das. Dann könnten wir nämlich die Preise besser da drauf schreiben. Wobei ich will mir eh mal angewöhnen, glaube, die Preise schon direkt einzublenden, wenn ich die Karte ziehe. Und ich glaube, ich mache es auch in Zukunft so, dass ich die Karten, wenn ich sie gezogen habe, einfach im Hintergrund liegen lasse. Weil das finde ich immer ganz angenehm. Ich gucke ja auch die Videos oder wenn ich Openings gucke, dann gucke ich mir die meistens auch nicht von Sekunde 0 bis zur letzten Sekunde komplett an. Außer ich mache da nebenbei irgendwas wie jetzt Ordner sortieren oder so, dann lasse ich halt irgend so ein Opening durchlaufen. Wenn ich aber gerade nicht die Zeit habe, mich da eine halbe Stunde hinzusetzen, dann gucke ich auch meistens nur halt eben so die Hits ein bisschen durch. Also skip immer so 10 Sekunden vorwärts. Und das ist halt eben ganz angenehm, wenn du dann im Hintergrund siehst, okay, da liegt eine neue Karte, dann hat dir die wahrscheinlich jetzt gerade vor ein paar Sekunden gezogen, kannst du mal zurückgehen, kannst dann den Pull sehen und so. Aber das muss ich mir nochmal angewöhnen, weil jetzt bin ich halt so gewohnt, die Karten immer direkt wegzulegen. Aber ja, kann sich ja immer noch verbessern oder auch, ja, verbessern ist eigentlich schon so das richtige Wort dafür, ne? Weiterentwickeln vielleicht auch. Die Videos weiterentwickeln. So, die sortiere ich mir dann gleich schon direkt weg in den Binder. Und dann würde ich mal ganz frech behaupten, war das für heute fast schon gewesen. Fast deshalb, weil jetzt kommt noch der Stickerbooster. Und den habe ich genau hier. Wir haben ja das letzte Mal bei Celebrations das Glumanda ziehen können, haben damit alle drei Starter plus ihre Entwicklung vervollständigt. Es fehlen uns aber noch eine ganze Menge, insbesondere hinter bei den Prisma und bei den Goldstickern. Das heißt, da hoffe ich, dass ich jetzt da noch ein paar ziehen kann. Wir schauen einfach mal rein. So, wir haben hier Ash and Friends als Prisma. Das Ding ist aber, davon gibt es ja verschiedenste Versionen. Welche haben wir denn? Wir haben die. Okay, da weiß ich gerade gar nicht auf Anhieb, ob wir die schon haben. Ansonsten haben wir hier noch das Rhydon. Wir haben Poliwrath. Wir haben Butterfree, wir haben Firu, wir haben Tentacool, wir haben Mr. Mime, wir haben Ditto. Oh, Ditto, glaube ich, haben wir noch nicht, oder? Haben wir Ditto schon? Na egal, dann haben wir hier noch Magneton und Nidoran. Die bringe ich jetzt mal in Reihenfolge und dann schauen wir durch, was wir hiervon gebrauchen können. Okay, Butterfree. Wie sieht's aus mit dem guten Smetbo? Nummer 12. Moment, jetzt bin ich schon drüber, oder? 12, ja, okay, haben wir auch schon. Dann das gute Ebitag mit der Nummer 22. Ey, das brauchen wir noch. Ist ja fett. Hat sich dann doch schon rentiert. Wenn wir nur einen Sticker jedes Mal bekommen, ist das schon fett. Weil wir hatten ja jetzt auch schon ganz viele, wo wir
gar nichts gebrauchen konnten. Guck mal hier, Nidoran, das können wir auch noch gebrauchen. Schon zwei neue. Und das bei den, ich sage jetzt mal, Common-Stickern. Das ist natürlich fett. So, die haben wir schon. Da hatten wir nämlich das letzte Mal doch noch hier die Diskussion. Was heißt Diskussion? Da habe ich schon letztes Mal noch gesagt, dass es in der Serie im Pokédex heißt, dass der Unterschied zwischen Quabbo und Quapuzzi ist, dass der Strudel hier andersrum ist. Bin ich mir ziemlich sicher. Ich weiß nicht, ob ich die Szene jetzt auf Anhieb im Anime finde, weil ich weiß nicht mehr, welche Staffel oder welche Folge das war. Tentacool, den haben wir auch noch nicht, Alter. Was ist das denn hier für ein Megapack? Aber falls ich es finden sollte, dann schneide ich es mal rein. Will aber nichts versprechen, weil, wie gesagt, keine Ahnung, welche Folge das war. Ich weiß noch, Misty findet. Alter, geht's jetzt mal ab hier. Ich weiß noch, Misty findet das Quapsel. In der Folge, wo die dieses Kraut unter Wasser dann brauchen. Wobei, ich weiß gar nicht mehr, warum haben die nochmal dieses Kraut gebraucht von unter Wasser? Jesse hatte da auch. Alter, das ist ja voll das geile Pack hier. Jesse hat das irgendwie auch gebraucht und James und Mauzi sind dann los, um dieses Kraut zu sammeln. Und das Quapsel, das hat es dann da rausgetaucht. Und dann hat sich von Misty das Quapsel irgendwann dann weiterentwickelt, war aber irgendwie so mega ängstlich und so. Irgendwas war da gewesen, aber da kann ich mich auch nur noch ganz, ganz dunkel dran erinnern. 122, das Mr. Mime, Alter. Die Dinger haben ja immer so eine Reihe, ne? Also die 30er-Reihe oder die, ups, beziehungsweise dann die 10er-Reihe oder die 2er-Reihe, wie jetzt in dem Fall hier. Und scheinbar hatten wir einfach entweder noch nicht so viele 2er-Reihen oder hatten immer die falsche erwischt. Weil die haben jetzt alle wieder auf 2 geändert, ne? Also auf 2 geändert, meine ich. 12, 62, 112, 132, also immer mit einer 2 hinten. Und da hatten wir scheinbar jetzt noch keine 2er-Reihe oder halt immer die falsche erwischt. Mal hier, das Ditto ist auch neu. Also das Pack hat richtig gegönnt. Das ist ja das Überpack gewesen. Komm schon, jetzt geh ab. Ditto. Alter, bei Ditto, die neuen Pokémon Go-Karten, ne? Es werden jetzt immer mehr gedroppt. Mittlerweile ist auch das Radiant Venusaur, Blastoise und Charizard veröffentlicht. Also Glurak und Bisasflor und Turtok. Junge, das Shiny Glurak. Ich sag dir, die Karte, die wird wieder 500 Euro kosten am Ende. So, Prisma Nummer 12. Weil es ist logischerweise, wie ein Shiny Glurak halt ist, schwarz. Und das Artwork, ja, es sieht auch schon gar nicht so schlecht aus. So, der ist auch neu. Pokémon Go Sachen habe ich auch schon wieder für, einen schmalen Taler vorbestellt. Das Ding ist nur, Pokémon Go kommt ja am 1.7. raus und ich bin erstmal die erste Juliwoche schön in Urlaub. Das heißt, Pokémon Go wird auf jeden Fall frühestens erst dann eine Woche, wahrscheinlich eher zwei Wochen nach Release was zu kommen. Das Witzige ist aber, wir fahren dahin in Urlaub, wo wir früher ganz oft in Urlaub waren und wo ich quasi meine ganzen Kindheitsurlaube verbracht habe, weil wir sind früher eigentlich immer nur an einen Ort gefahren und da fahren wir jetzt wieder hin, so als Renaissance an früher. Da freue ich mich ganz schön drauf. Und das war es jetzt aber erstmal gewesen von Dark Phantasma. Ich hoffe, ihr hattet fantastisch Spaß. Und wir hören uns dann bei einem der nächsten Folgen wieder. Ich guck mal, was ich für nächste Woche Schönes in petto habe, weil gerade wegen Urlaub und so bin ich ein bisschen am Vorproduzieren. Nicht viel, aber ein bisschen. Und da versuche ich halt nach wie vor ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Aber das sehen wir dann. Ich bedanke mich erstmal jetzt ganz herzlich bei euch fürs Zusehen. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin, halt die Wurst hoch, ciao.